Moin, liebe Schwarzmann-Neugierige am Start. Ich grüße euch recht herzlich. Heute ein Short Q&A. Das heißt, normalerweise macht man sich als YouTuber, oder sollte man sich Gedanken machen, was man da erzählt. Jetzt habe ich einfach ganz viele Fragen auf Instagram von euch gesammelt. Guck mal, ich weiß nicht, was kommt. Ich gehe einfach mal spontan drauf ein. Das heißt, es ist nichts gefaked. Ich gucke einfach und denke, okay. Deswegen, es könnte lustig werden. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mit der ersten Frage. Was ist mit Sören, Finn und Co.? Also kam ja schon länger nichts, deswegen, da ist nichts mehr. Seht ihr ja, im Endeffekt haben die, ich will nicht sagen aufgegeben, Lockdown kam, dann war irgendwie nicht mehr so, ne, die Motivation da. Und von den beiden Typen, ihr habt es ja gesehen, Sören und Finn waren ja jetzt nicht beide so die Motivationsraketen. Ja, was willst du denn aus der Ferne machen? Wenn du die Leute noch nicht mal treffen kannst, kannst du dir nicht mal in den Arsch treten und dann war's das. Ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz denke ich, die beiden werden ihren Weg gehen. Joanna hatte sich abgemeldet, die wollte dann auch die Videos gelöscht haben. Hat einen anderen Hintergrund, muss man nicht, also nichts Böses, aber muss man auch nicht öffentlich erklären. So, führst du ein Trainingslogbuch? Wie trackst du deine Progression? Nee, mache ich tatsächlich nicht. Also ich werfe mal das Stichwort Autoregulation ein. Google das mal, habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Im Endeffekt ist es ein bisschen nach Feeling. Also ich merke tatsächlich, wann ich quasi so in so ein Übertraining komme. Ich steuere mein Training mit der Trainingsplanung auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt mal mit Zyklen arbeite. Wichtig für mich ist die Sicherstellung, dass die Kraft weiter wächst, dass der Schlaf, die Regeneration gut ist. Und wenn das nicht so ist, kann ich ein bisschen gegensteuern. So, ne? Tatsächlich könnte man jetzt auch die API und so aufschreiben. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, damit den Kopf zu zerbrechen. Ich fahre so tatsächlich besser. Dementsprechend kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Denkst du, du hast dein genetisches Limit erreicht? Das denke ich tatsächlich schon. Ich arbeite ja jetzt schon seit 17 Jahren so ein bisschen am Muskelaufbau. Und ich glaube tatsächlich, dass man vielleicht mit so einer ganz gezielten Trainingsplanung und vielleicht auch, wenn man kein Intervallfasten machen würde, wie ich das mache, sicherlich noch minimal was rausholen kann. Allerdings ist das nicht so optisch ersichtlich, dass man jetzt auf einmal einen riesen Zuwachs hat. Also ich würde sagen, vielleicht 5-10% könnte man noch rauskitzeln. Dafür müsste ich aber relativ viel von meiner Lebensqualität aufgeben, mit einer Massephase wieder arbeiten, vielleicht und so ein Quatsch. Das ist für mich in Nullverhältnis, dass ich da noch minimal was rauskitzel. Deswegen bin ich schon eigentlich relativ am Limit, so in meinem, unter meinen Verhältnissen oder Umständen, definitiv. So, was haben wir als nächstes? Was genau nimmst du alles zu dir über den Tag bis zu deiner Mahlzeit am Abend? Also mit meinem Intervallfasten ist es tatsächlich so, dass ich One Meal a Day oder Warrior Diet mache, das heißt nur einmal spät am Abend esse. Und Taco, komm her, was ist los, Taco, hier, komm, was ist los hier? Unterbrichst du uns hier schon wieder. Und dann nehme ich tatsächlich die Vitamine, weil die meisten sind ja Wasser- oder fettlöslich, abends dann zum Essen. Und über den Tag nehme ich dann EAs in 3-4 Einheiten zu mir, um ein bisschen die Proteinsynthese anzuregen. Und das ist eigentlich alles. Also wie ich tagsüber eigentlich gar nichts, bis auf die EAs. Trinken kann ich ganz normal eigentlich. Also ohne Zucker natürlich oder ohne Kalorien. Ne? So, dazu Thai-Massage zur Regeneration. Alter, ich war vor 2 Jahren oder was, war ich in Thailand, mir tat danach alles weh, ne? Alle gesagt, wir müssen Thai-Massage machen, voll gut hier. Ich kam da raus mit Rückenschmerzen, ich konnte 2 Tage nicht laufen, ey, mein ganzer Unterrücken war, die ist da auf mir rumgetrampelt, ich dachte, was macht die Alte da? Nein, das war richtig scheiße noch, ohne Witz, Alter, ich hatte Schmerzen, nie wieder. Ey, geh dann die Massage und nein, es waren Schmerzen, ohne Witz. Ich habe gesagt, so nie wieder, die sind dann jeden Tag dahin und ich so, ne. Einmal reicht, ey, die macht mir noch den Rücken kaputt, nachher komme ich da mit einem Bandscheibenvorfall aus der Thai-Massage. Also wenn es für euch gut ist, für mich war das gar nichts. Vielleicht bin ich auch schon so verkrüppelt, dass es dadurch nicht besser wird. Kommen irgendwann auch Klamotten? Eventuell. Also ich habe da so ein paar Sachen im Hinterkopf, aber ist noch nicht geplant. Guck mal, wie sieht deine Freundin das Ganze mit der Fitnessanleitung wegen den vielen Paketen? Nock? Hallo? Ja. Hast du verstanden? Die Frage. Wie sieht deine Freundin das Ganze mit der Fitnessanleitung wegen den vielen Paketen? Soll ich antworten oder willst du? Hä? Ist mir doch egal, Hauptsache du machst Geld. Okay. Ich brauche meine Louis Vuitton-Taschen und meine Pizzen jeden Tag. Hast du doch schon. Aber du hast jetzt nicht gerade, die verstehen die Ironie nicht, weißt du das nicht? Die denken, ja, das verstehen die. Okay, oh nein, unsympath, geh raus, unsympath. Kauf dir gleich wieder eine Tasche. Ja, geht halt nicht anders, Leute. Ist halt so, ne? Das Problem ist, die Leute verstehen Ironie nicht noch. Die denken, es ist wirklich, du bist so. Vor allem hast du wirklich eine Louis Vuitton-Tasche. Hab ich einfach gekauft, aber weiß keiner. Okay, also findest du es nicht schlimm mit den Paketen? Ich find's richtig schlimm, Leute. Hey, was denn jetzt? Nein, ich find's wirklich schlimm. Aber ich halte es halt aus. Es geht ja nicht anders. Leute, die Leute verstehen nicht, die verstehen dich gerade nicht. Erst sagst du so und nicht so. Die Leute verstehen nicht. Das erste war einfach ein Scherz, Leute. Aber das zweite war jetzt ernst. Ich find's voll schlimm. Ich liebe es, zu Hause zu sein und ein schönes Zuhause zu haben, aber mit den ganzen Kartons finde ich grauenhaft schlimm, aber es geht halt nicht anders. Also halte ich es halt auf.
Ich blende euch mal mit dem Handy ein, wie es hier aussieht, so, aber das ist halt. Es ist halt, wie es ist. Also musst du hascheln. Geht nicht anders. Also ich habe schon noch gesagt, wir sind ja beim Einzug. Hier haben wir auch auf Kartons gepennt und haben darauf gegessen, das ist wie so ein Tisch. Und die Zeit wird zurückkommen, dass wir auf den Kartons liegen und davon essen. Das ist halt so. Na gut, ich suche gerade ein Büro, aber es ist halt, ne, es ist einfach nicht so einfach, wie man denkt. Ist halt so. So, next one. Ben & Jerry's oder Häagen Dazs? Ben & Jerry's, immer noch. Irgendwann bestimmt Häagen Dazs, wenn man älter ist, will man nicht mal so viele Stückchen drin haben, aber jetzt noch. Was für Wünsche möchtest du noch erfüllen? Also so ein Ziel ist vielleicht echt tatsächlich so ein Fischerdorf, so eine kleine Pizzeria mal irgendwann. Weißt du, so eine kleine Hütte, so komplett kein Social Media mehr. Doch muss man durch. Fitnesswissenschaft, Studium, was danach? Gute Frage, also ich denke halt, es ist immer mega interessant, so einen Studiengang oder eine Ausbildung im Fitnessbereich zu machen. Ich habe ja auch Sport- und Fitnesskaufmann gelernt. Die Perspektiven aber nach so einem Studium oder nach so einer Ausbildung sind eigentlich relativ scheiße, auch Sportwissenschaften. Du kannst nicht so viel damit machen, wie du am Anfang denkst. Du denkst, du verwirklichst dich dann. Aber überleg doch mal ganz ehrlich, wie viele Leute stellen einen denn im Fitnessbereich ernsthaft ein? Wenn du im Fitnessstudio als Trainer arbeitest auf der Fläche, das sind 400 Euro, das ist eine Saftschubse. Das ist noch nicht mal, du brauchst noch eine Ausbildung dafür. Das heißt, wo musst du immer, wenn du eine Ausbildung machst oder ein Studium, musst du überlegen, in welchem Bereich willst du denn arbeiten und gibt es da überhaupt Jobs? Und da sieht es relativ schwierig aus, weil gerade auch durch diese Lockdown-Geschichte merkt man ja immer, wie fern das jetzt mehr so ins Internet geht und es mehr wichtig ist, das zu vermarkten, anstatt quasi, sag ich mal, im Fitnessbereich tatsächlich die Ahnung zu haben. Klar, PT, Personal Training gibt es immer, es gibt auch Profisportarten, aber jede Profisportart hat vielleicht einen, oder jede Profimannschaft hat einen Trainer, versteht ihr? Es ist halt relativ rar in dem Bereich, dann wirklich einen guten Job zu machen oder zu finden. Man kann sich immer selbstständig machen, ist aber immer der schwierige Weg. Ich mache ja auch hier so einen YouTube-Krempel mit meiner Ausbildung tatsächlich. Habe aber auch dann Medienwirtschaft noch studiert, um einfach mehr in den Kern zu gehen, der viel wichtiger ist für den Bereich anstatt Fitness. Also es ist viel wichtiger vielleicht zu wissen, wie du mit Medien arbeitest oder dich vermarktest anstatt Fitness selbst. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass viele immer denken, ja, geile Ausbildung, geiles Studium, aber sie haben gar keine Ahnung, ne? Wie du auch jetzt wahrscheinlich denkst, oh, was mache ich? Ich glaube, auch von Nock, der Bruder hat auch irgendwie Fitnessökonomie studiert und arbeitet momentan auch in einer Eisdiele, weil es ist halt schwierig, da was zu finden. So, und dann musst du halt erstmal Glück haben oder halt sagen, ich habe eine Vision, mach mich selbstständig, ziehst es durch, aber das dauert auch ein paar Jahre, bis du gut verdienen kannst. Ne? Also bleib dran, ich würde sagen, such dir deine Passion in dem Bereich Fitness, vielleicht auch dein Bereich, vielleicht hast du irgendwie was Besonderes, Bodyweight, Bodybuilding, wie auch immer. Geh in eine Nische nochmal, Fitnessbereich ist ja sehr, sehr groß, die Überschrift. Geh da nochmal in die Nische und spezialisier dich in einer Nische im Fitnessbereich. Oder mach irgendwie was Cooles, mach was Lustiges. Ne? So anders geht's einfach nicht. Brauchst du nicht noch zufällig einen iMac 21,5 Zoll 4K 16 GB? Nö. Wer will den alten Scheiß denn haben? Denkst du, kannst du jetzt noch verkaufen, wo die ganzen neuen Apple-Produkte raus sind? Also ich habe ja auch hier mein 18 Kerne, 128 GB Arbeitsspeicher, 16 GB Grafikkarte und ist auch schon wieder alt. Das habe ich hier. Das Ding hat 15.000 Euro gekostet vor 3-4 Jahren noch. Jetzt kriegst du ja auch nichts mehr für ein iMac Pro oder so. Ich bin ja auch immer, ich brauche immer das Neueste, immer das Beste. Wer will deinen alten Computer? Tut mir leid. Kannst du über Kleinanzeigen, kannst du irgendwie gucken, dass du noch einen Taler dafür kriegst. Ist leider bei Technik, der Wertverlust ist immer so krass. Ich habe ja auch mal neue Kameras. Objektive sind ein bisschen wertstabiler, aber es ist halt mal so traurig. Du gibst so viel Geld aus und nach einem Jahr willst du es loswerden, weil was Neues kommt und denkst, kriegst ja nichts mehr für. Es ist halt so. Obwohl Apple hat ja noch ein bisschen Mehrwert teilweise. Aber ja, wer will die alten Sachen haben? Keiner. Der M1-Chip rasiert wahrscheinlich ein bisschen. Ich muss mir das auch nochmal genauer angucken, was ich da jetzt so brauche. So, letzte Frage würde ich sagen. Findest du, dass Sport auch in Prüfungsphasen gegen Lernstress hilft? Safe, meine Meinung. Ich habe früher einmal, wenn ich so Prüfungen hatte und so, da war ich noch mehr Team Cardio, bin immer joggen gegangen. Also laufen gehen war einfach das Beste für mich, den Kopf abzuschalten. Jetzt merke ich bei viel Arbeit einfach diese 1-2 Stunden Training zu Hause auch, das ist die einzige Zeit, wo ich den Kopf freikriege, wo ich mental so komplett woanders bin. Und ja, finde ich voll. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr denkt. Für mich ist es extrem wichtig. Ja, das war einfach mal kurz so ein bisschen durchgeflogen. Sportsfreunde, könnt gerne zu den Themen auch mal was reinballern. Dann machen wir das öfters mal. Bei Instagram gebe ich euch immer wieder die Möglichkeit. Also folgt mir dort und ballert die Fragen regelmäßig rein. Und dann würde ich sagen, kurz und knackig, ich bin raus. Tschö.